Ja, willkommen zum ZLK Infrastructure Review. Der ist auch nur 10 Minuten zu spät. Wir dachten, 4 Stunden reichen, um eine Präsentation zu machen. Denkst du? Es ist nicht ganz vollständig, aber hoffen, dass es informativ genug ist. Aufbau. Genau, so war das irgendwie geplant, so strukturiert und wissen schon, alle haben einen Plan, es geht vorwärts. Das war die Realität. Es hat funktioniert. Wir haben irgendwie einen Freitag, schon so eine ganze Woche Aufbau gehabt. Das reicht. Wir hatten so kurze Leiter. Ja, die Anekdoten beschränken sich halt auch darauf. Wir haben zu wenig geschlafen. Sind viel durch die Gegend gefahren, viel Material geholt. Das muss jetzt alles wieder heim. Genau, wir haben 1800 Kilometer gefahren mit dem Mietsprinter. Das Zeug muss noch heim. Und wir haben einen halben Kilometer Flatter- und Feuerbaum verbaut. Ich dachte, das wäre mehr. Ja, es sind 1,5 Kilometer. Du hast mir gesagt, 3 Rollen. Okay, 1,5 Kilometer Seilbahn verbaut. Es ist besser, es ist realistischer. Wir hatten ein Netzwerk. Ja, wir hatten ein Netzwerk. Und das sieht so aus. Das ist Layer minus 1 links und Layer 0 rechts. Und wir hatten etwa 50 Meter Kabel übers ganze Gelände gezogen und mit 2 Port-Switches verbunden. Dann hatten wir ein Stück pinkige oder eher ZTK-farbene Kabel verlegt zu den Access Points. Und wir hatten so Datenfässer gebaut und Datenfässli mit Wi-Fi drin. Das ist hier links das Datenfass da beim Pool und rechts eins im Camp. Da steckt Strom drin, ein Switch drin und in den kleinen noch ein Access Point drin und manchmal auch noch eine Deckantenne. Und über das Gelände verteilt sieht das so aus. Das ist das Netzwerk, wie wir es gebaut haben, mit einem schönen Loop über den Zeltplatz. Und ja, die Deckabdeckung war auch ziemlich vollständig. Ja, diese Layer haben gut funktioniert. Dann Wi-Fi, das ist die Wi-Fi-Karte. Ja, die Wi-Fi-Karte, wir sind hier in quasi Neuland, wie man links gut sieht. Und wie man dann rechts sieht, haben wir das Neuland ziemlich dicht besiedelt mit unseren Access Points. Ja, dann Layer 1++, da gebe ich weiter. Ja, Netzwerk. Haben wir aus der ganzen Schweiz Switch zusammen gekauft und ausgeliehen. Es gab eigentlich eine Topologie, so wie man sie richtig macht, ein Core, dann ein Distributionslayer und dann zuletzt die Tisch-Access-Layer-Switches. Alles schön mit Spanning Tree und so wie so gegen Loops geschützt. Hat dann am Tag 4 funktioniert langsam. Access Points gab es tonnenweise, 24 Stück sind hier auf Lager davon, also 12 auf Lager, 12 waren deployed mit einem Controller, der hat uns ein bisschen Mühe gemacht in den ersten 2 Tagen. Problem war eigentlich nicht der Controller, sondern irgend so ein kleines Radius-Server-Glied, das ja nicht das getan hat, was es sollte. Angeschaut haben wir dann stundenlang den Controller. Ja, Peak 57 Clients waren online auf diesem Netz. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Nehmt eure Geräte mit. Dann, insgesamt etwa 220 Computer, also MAC-Adressen waren im Netz. Und ja, das war es etwa mit Layer 2 aufwärts. Freifunk. Genau, ein Freifunknetz haben wir auch noch gebaut.
Da am Anfang das WLAN leichte Probleme hatte, gab es ab Tag minus 2 Freifunk. Mit 7 Freifunkroutern war die Netzabdeckung für SSH ausreichend, hoffe ich doch. Und vielleicht ging Surfen auch noch. Genau, der Peak lag bei 42 Clients insgesamt, die ich mal gesehen habe. Und in der Lounge waren 25 Clients gleichzeitig einmal online gewesen. Ja. Oder? Das Poke ist abgereist. Entsprechend vertrete ich hiermit mal Chris. Ja, wir haben das MikroPoke vor irgendwie zwei Monaten mal angefragt, ob sie denn so Lust hätten, herzukommen. Daraus ist was geworden. Wir hatten Deck auf Platz. Moment. Ich bin irritiert. Genau, 4 Antennen haben gereicht. Eine davon war hinten im Bad, in der Auto-Lounge. Ich würde gerne sagen, dass die genutzt wurden, aber ich bin selber nie hingekommen, das ganze Camp. Es wurden 300 Meter Kabel gelegt und für die technisch Interessierten, das war eine Omni-PCX440 mit 29 von 30 funktionierenden Wandlern. Der kaputte war der erste. Entsprechend haben dann auch diese zwei schönen Telefone da oben eine Dauerkonversation geführt während dem Camp. Danach hat Deck wieder funktioniert. An einem Sonntag eine Ersatzkarte finden ist schwierig. Genau, da sieht man auch gerade noch schön rechts, also POC, links NOC. Irgendwie sind da zu wenig Kabel. Tickets! Wir haben Tickets verkauft. Wir haben es sicher geschafft, unsere Umkosten zu decken. Wir hatten irgendwie lange Angst, dass wir tiefrote Zahlen schreiben. Mittlerweile sind wir gerade auf einer schwarzen Null. Ja. Okay. Das ist schön. Das ist sehr schön. Knapp Budget zu haben, macht Dinge schwierig. Mein Stapler wäre schön gewesen, aber nur schon so, wir brauchen noch Kabel. Die Kabel kosten Geld. Billigkabel kosten auch Geld. Ja, hat funktioniert. Wir haben knapp 130 Tickets verkauft. Davon wurden 93 eingelöst. Es kommt noch Bändel. Genau, wir haben noch immer 200 Bändel über, weil die waren halt ab 150 günstiger. Also, ab 300 waren sie günstiger. Ja, sie waren günstiger als 150. Also ja, falls jemand noch eine kreative Verwendung für so schöne Zetico-Bändel hat, optimalerweise etwas Persistentes, weil Promo und so, sprecht mit uns, wir haben noch. Wir haben auch noch einige Shirts, so eine gute Handvoll. Also wenn noch jemand ein Shirt braucht, es gibt glaube ich sogar noch zwei taillierte Shirts, ist mein Stand, zwei taillierte und irgendwie eine Handvoll Unisex. Also wenn noch jemand ein T-Shirt braucht, bitte zur Kasse, es hat noch. Wenn man, an der Kasse steht, dann lernt man Leute kennen und diese Leute haben lustige Ideen. Und auf einmal waren da Leute, die versucht haben, ihre Bahntickets einzuscannen. Den ersten Effekt sieht man hier, was passiert. Pretix, das Frontend an der Kasse, Postix, läuft halt im Webbrowser und der Scanner, der schickt halt die Daten, die da rauskommen aus dem QR-Code mehr oder weniger direkt als Tastatur-Input. Und dann passieren natürlich viel mehr Dinge, als nur einen Code in ein Eingabefeld einzutippen. Wie man hier zum Beispiel sieht, mit geöffnetem Web-Inspector und eingetippten Code fix fertig, muss man nur noch ausführen. und wie man hier sieht, auch ein paar andere Dinge, die wir hingekriegt haben mit verschiedenen Tickets. Also jedes Ticket hatte so sein eigenes Verhalten, das so etwa 5 Sekunden auf dem Bildschirm abgespielt wurde. War so nicht geplant. Genau, müsste man sich vielleicht mal genauer anschauen. Kann man bestimmt interessante Dinge mit tun. Dann vertrete ich hier die Küche. Es wurde an 5 Tagen wurde durch unser Küchenteam Wimsha, kannst du schnell aufzählen? Rexnor, Janfass, 0,5,
Nicht, vielen Dank an euch und an alle, die in. Und auch danke an alle, die in der Küche ausgeholfen haben und zum Beispiel 5 Kilo Zwiebeln geschält und geschnitten haben und die Hunderten von gebrauchten Tellern in die Spülmaschine eingeräumt haben. Genau, es wurden etwa 300 Mahlzeiten ausgegeben. Das waren wahrscheinlich dann schlussendlich 500 Teller und die mussten alle durch eine normale Haushaltsspülmaschine, also keine Industriespülmaschine. Es wären ja 2 da gewesen. Eine war dann ganz tief hinten aus defekt angeschrieben. Ja, weil sie hat halt nicht gespült. Das Geschirr kam halt nicht wirklich sauber raus. Hier sieht man ein bisschen, wie es in der Küche ausgesehen hat, wo halt mit ganz großem Geschirr angerührt wurde. Leider war die Küche nicht ganz so super ausgerüstet. Also irgendwie der größte Topf, der da war, war halt so groß. Und Kellen hat es auch zu wenig, die sind dann auch immer weniger geworden, weil die einfach nicht gewachsen waren. Es gab auch eine Outdoor-Küche mit viel Möglichkeiten, um Zeugs zu grillen und einen Pizzaofen, aus Überlingen gebracht wurde. Und da wurden... Hast du eine Zahl, wie viele Pizzas gemacht wurden? Okay, also 200 Pizzas und die haben von denen, die ich probiert habe, haben alle geschmeckt. An einem Tag war halt zu viel Mehl da und zu wenig Brot und dann hat halt jemand Teig gemacht und ist davongelaufen und dann hat das Küchenteam gedacht, ja, dann machen wir halt Brot raus und so hat es auf einmal ofenfrisches Brot. Ja, dann hatten wir natürlich auch noch Inhalt, damit uns nicht langweilig wird. Und über das ganze Camp gesehen hatten wir über 50 verschiedene Events in etwa 7 Tracks. Vielen Dank an all die Leute, die das eingereicht und durchgeführt haben. Wir haben 12 Vorträge, 12 Workshops etwa und wir hatten jeden Abend hier Kino. Damit man die Dinge auch nicht verpasst und weiß, was wann los ist, hatten wir Infobeamers aufgestellt, insgesamt 3 Stück. Und das hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Und jeweils ab 10 Uhr hat das Design auf grün gewechselt, weil Naturschutz. Genau. Ich glaube, zu Naturschutz erzähle ich dann gleich noch was. Erst noch Stage. Alle Zahlen, die es hierzu gibt, alle schönen Zahlen, außer Aufbau ein halber Tag, was effizient war, kommen irgendwie in anderen Departments. Deshalb ist hier einfach ein schönes Bild. Ja, ich bin irgendwie stolz auf. Wir haben es geschafft, mit relativ wenig Aufwand eine relativ brauchbare Stage hinzukriegen. Ja, Video kommt später. Video kommt später. Genau, Thema Lounge. Nee, das war mehr so die Idee, wie es hätte aussehen können. Das war so eine Idee. Was? Man braucht ja so eine Vorstellung von. Genau, man braucht ja ein Target, ein Level, das man erreichen will. Okay, tote Hosen ist etwas hoch, aber so, es war ganz okay schlussendlich. Das Problem, was wir hatten mit der Lounge, respektive das Problem, das wir hatten mit Deko, respektive das Problem, das wir hatten mit Licht, respektive so das generelle Problem, das wir, genau, wir hatten. Thema Naturschutzgrün. Wir haben im Verlauf der Bewilligungsprozesse, also vor allem nach der Schallbewilligung, weil wir wollten ja die ganze Nacht auf 100 dB fahren, herausgefunden, dass dieses schöne Gelände mitten im Naturschutzgebiet liegt. Es war nicht geplant, dass nicht so viel Licht steht wie am CC-Camp. Das wäre der Plan gewesen. Die Umsetzung ist daran gescheitert, dass wir eigentlich technisch gesehen mit den Beleuchtungen, die wir gebaut haben, bereits die Auflagen überschritten haben. Muss man nächstes Jahr besser machen. Schalltechnisch, okay, da wollte ich noch schöne Simulationen reinmachen. Ja, die müsst ihr euch jetzt vorab vorstellen. Wir haben für die Lounge stundenlang mit
verschiedensten Simulationen rumgespielt, wie wir irgendwie drinnen Laub fahren können, aber draußen unter 70 dB bleiben. Und das lief dann darauf hinaus, ja, die Anlage tönt auch mit 85 ganz okay. Und lassen wir es da bleiben. Licht, wir hatten Licht von verschiedensten Orten angekarrt. Hat dann alles in dieser schönen Lounge Control geendet, aka Kinderparadies. Da lagen schon so Schilder rum. Genau, Thema angekarrt von vielen Orten. Und Thema Budgetplanung von vorher. Es gab da das Problem, dass halt, wenn man so ein Camp macht und so eine Budgetplanung macht, dann hat man halt Prioritäten. Und so eine Lounge, wenn man sie ordentlich macht, frisst schon mal ein halbes Budget. Problem ist, der Platz frisst auch ein halbes Budget. Und duschen muss man auch noch. Und essen. Und Licht. Und Netzwerk. Und Lounge war halt irgendwie so hinterst auf der Prioritätenliste. Und das Geld hat gereicht für alles außer Lounge. Was mich dann in die schöne Situation brachte, dass ich eine coole Lounge bauen wollte und kein Budget dafür hatte. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns das Material zum Teil zusammen gekauft, größtenteils zusammen geliehen hatten, von Kaiserslautern bis Winterthur. Hat funktioniert. Wird uns ganz viele Kilometer kosten, uns zurückzufahren. Konkret Danke sagen möchte ich an diesem Punkt schnell dieser Firma da. Die haben uns mal schnell einen Monatslohn Mietwert, das ist ein Schweizer Monatslohn, Mietwert an Material überlassen für diesen Event. Die L-Acoustics PA in der Lounge. Alles, was hier steht, hat mein Leben ganz viel einfacher gemacht. Und ich glaube, es wäre nicht ganz so cool geworden ohne. Von dem her da mal Danke. Mein Couch ist da, dann könnte man noch mal was zum Content der Lounge sagen. Aber ja, es wurde viel gespielt, es gab viel Pausenmusik, es war schön. Es hatte sowas. Thema Video. Will vielleicht Toti was dazu sagen? Ja, Video ist aus einer spontanen Idee entstanden. Nachdem das mit den Vocals nicht funktioniert hat, hat man dann einfach versucht zu improvisieren. Es hat funktioniert. Ja, es sind 200 GB Rohmaterial angefallen, die ich jetzt noch schneiden muss. Das sind dann insgesamt mit dem Closing ungefähr 13 Events. Und 4 Talks habe ich schon online, falls ihr es schon gesehen habt. Und ich hoffe, dass ich die in den nächsten 1 bis 2 Wochen dann nachreichen kann, den Rest. Es hieß, ich soll kurz was zu der Beschilderung sagen. Ihr habt es bestimmt gesehen. Wir hatten hier natürlich, wie man das erwarten würde, Schilder im ZDECO-Design. Hier einen kleinen Überblick über, was da alles an Schildern rumhing. Ich war am Ende selbst überrascht, wie viele verschiedene Beschriftungen das halt so braucht, auch für so ein ganz kleines Camp. Es kamen auch ein paar Leute zu mir, die selbst Wünsche hatten, um irgendwas zu beschriften, dem ich sehr gerne nachkam. Ich denke, wenn wir wieder mal sowas machen, dann werde ich da eher Werbung dafür machen, dass man das als Dienstleistung auch auf dem Camp vor Ort hat, um sein Zeug zu beschriften. Genau, das war nämlich auch ein bisschen das Problem mit diesem Design, dass das natürlich nicht so tonerfreundlich ist. Wir hatten zwar einen professionellen Büro-Laserdrucker, der auch gut gedruckt hat, aber irgendwann fand er dann halt, dass jetzt nicht der Toner ausgetauscht werden muss, sondern dass er jetzt einfach nicht mehr weiterdruckt, bis der Toner ausgetauscht wird. Es ist auch nicht tintensparend, weil ein Tintenstrahldrucker ging dann halt irgendwann auch die Tinte aus, aber irgendwie kriegen wir dann alles zusammen. Und einfach so, weil ich das war ein Python-Skript, das ich irgendwie noch zurecht basteln musste, um in diesem Design möglichst effektiv die Schilder zu generieren. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr darauf und dann habe ich mich halt daran gemacht, Schilder in Handschrift zu schreiben. Hier meine Version von Helvetica. Genau. Promo und was wir sonst noch vergessen haben in der Präsentation. Promo ist ja nicht wirklich Infrastructure, aber es passt halt irgendwie doch hier besser rein als im Closing, haben wir herausgefunden.
Wir haben es versucht, haben uns Mühe gegeben. Wir wollten mal 300 Leute hier haben, es waren 100 hier. Ich glaube, wir machen das nächste Jahr besser. Auch so, falls ihr jemals ein Camp organisiert, info@hackerspace liest keine Sau. Niemand. info@fablab liest auch niemand. Post liest auch niemand. Es ist schwierig. Intern liest auch niemand. Es ist schwierig. Nein, das darf man irgendwie offiziell nicht sagen, anscheinend. Genau. Was noch fehlt, was wir vergessen haben? Funk. Wir wollten Funk auf Platz haben. Unter anderem, weil Deck jetzt bereits wieder weg ist und ersten Tag null hier war. Wir haben dann lange versucht, C3 Rockfunken zu kriegen oder irgendwie ein Sponsoring zu kriegen, dass uns der Funken leiht. Es lief dann darauf hinaus, dass wir Geld zum Fenster rausgeschmissen haben und Funken gekauft haben. Irgendwie 15 Stück. Es gibt jetzt einen Schweizer Rock, nennt sich Sandkastenfunk. Das sind Kinderfunken. Wir haben ein CE-Zertifikat dafür, also die dürfen wir sogar nutzen. Und so, was Erfahrungswert betrifft für andere Events, PMR 446, lizenzfreier Funk. Die ersten 8 Kanäle sind doof, weil da sind Kinder drauf. Es gibt in Deutschland, in der Schweiz, seit letztem Herbst, September oder so, nochmal 8 Kanäle, also 6641 bis 6642. Für diese Kanäle gibt es aber noch kaum Funken. Das funktioniert sehr gut, wenn man mal keine Zeit hat, noch sich eine Frequenz zugeteilt zu kriegen. Es hat 500 Milliwatt, aber die Bänder sind relativ frei, das funktioniert erstaunlich gut. Strom gäbe es leider dazu, wenn wir viele Daten dazu hätten. Ich glaube, es wurden 500 Meter dicke Kabel verlegt und nochmal 2 Kilometer T13. Das sind die Zahlen, die ich im Kopf habe. Stromverbrauch haben wir leider keine Zahlen, aber es war anscheinend nicht so viel. Ja, use more power oder bringt Heizung, ich weiß nicht was. Mehr Wasser auf. Genau, wir hatten zwei Pools, das Bild hat es leider auch nicht in der Präsentation geschafft, das H2OC. Der Große hätte noch eine Heizung kriegen sollen, aber das Samstag nach 8 kriegt man halt keine Teile mehr. Haben wir noch was vergessen? Oh. Gut. Ganz schnell noch zu den Schildern habe ich was vergessen. Wenn ihr die mitnehmen wollt, könnt ihr das tun. Den Rest nicht fortwerfen, den packen wir dann ein und haben vielleicht noch eine andere Verwendung. Ansonsten denke ich, gibt es nicht mehr hier zu sagen jetzt. Nee, wir haben noch 50 Gehörschütze, falls jemand will. Thema Lounge und 100 dB und so. Ansonsten es ist bald Closing in 40 Minuten. Gibt es noch Fragen zur Infra? Oh genau, am ersten Abend gingen 10 Flaschen Rum weg. Entsprechend haben wir danach nachgekauft. Es stehen noch 10 Flaschen Rum in der Lounge, weil die letzten 2 Tage nur 5 weggetrunken wurden. Die können wir schon selber vernichten, aber wir müssen auch noch abbauen. Ich lasse das mal so hier stehen. Sonst? Ja, dann danke und bis in 20 Minuten im Closing.